mich bewegen. Ja, bin noch dabei. Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Mir geht's jetzt gleich einmal bergab. Ein altes Camp. Batterien sammeln für Unterschlupf. Okay. Okay. Oh Gott, muss ich jetzt tatsächlich nicht für jeden. Oh Gott, muss ich jetzt nicht für jeden Unterschlupf immer wieder Holz warm nehmen? Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Zurück zum Camp. Ein Fertigkeitspunkt. Let's go. Natürlich Wölfe. Los, verdammt. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Die Verbliebenen? So wie die Sturmwache dann solche Wesen wahrscheinlich, ne? Ah! Here we got a bow. Dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Okay. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay-Vorteile. Okay. Bogen. Upgrade ist verfügbar. Das ist kein Zubehör. Was haben wir hier? Oh, man braucht tatsächlich jetzt auch endlich mal logische Sachen für die fürs Aufbessern. Es lohnt sich tatsächlich jetzt mal ein bisschen zu handeln. Man braucht Fälle und sowas. Stärkere Wurfarme erlauben, eine höhere Sehnenspannung und schnellere Pfeilgeschwindigkeit für mehr. Alles klar. Kletteraxt. Der Griff wird den Griff verführen. Im Waffenmenü können verschiedene. Entschuldigung! Jede Waffe verfügt über einzigartige Statistiken und Upgrades, die für individuelle Verfügungsführungen kämpfen. Ach du Scheiße. Na, hier wie. Fungo. Alpha-Raubtier.
Antike Vorhut. Ach so, reduziert die Verzögerung, bevor wir... Okay. Das ist das Standardding, ne? Ja, das ist das Standardding, okay. Lederjacke. Vielleicht nicht so die beste Wahl. Sibirischer Waldhüter, Outfit Bonus, Tragkapazität für jegliche Spezialmunition, okay. Whiteout-Jacke. Ein moderner Wintermantel. Wärmeschutz ganz in weiß. Blaues Henley-Shirt. Oh Gott, okay, bitte nicht. Oh Gott, die Arme. Geistwebe. Ein Outfit, das. Manuelle Heilung gewährt die Chance, Wunden zu verbinden, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Okay. Mhm. Nahkampfschaden, der Pionier. Heldenhafter Forscher, erhöht Radius was für explosive Pfeile. Okay, Antarktis-Outfit. Ah! Okay, das ist das aus Tomb Raider 3, das ist im Original. Okay. Wir bleiben erstmal aber tatsächlich ganz normal bei der Expeditionsjacke. So, dann machen wir. Es tut mir nicht leid. Ich schaue mir die Plakette zu haben. So, was haben wir denn? Kämpfer, Nahkampf, Jagd und Flinderfähigkeiten, Überleben. Was können wir denn hier machen? Eisenhaut, weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Weniger Schaden durch Schuss, Ausweichkonter, versetzen Ausweiche, eine ohne Rüstung durchziehen. Ja, gut, okay. Pfeile wiederfinden, das ist immer ganz wichtig. Atemkontrolle erhöht, wenn 10 sind, okay. Und hier ist den Kopf. Wir nehmen erstmal ganz wichtig die Pfeile, nämlich am Anfang ist das, denke ich, immer mit am wichtigsten. Später wird das nicht ganz so wichtig. Okay, auch hier gibt es wieder 3 Kategorien, und aber hier sind, wird von vornherein gezeigt, was du... Es gibt auch hier eine Schrotflinte, es gibt ein Gewehr, es gibt die Pistolen, den Bogen, also die Waffen, die wir auch aus dem ersten Teil kennen. Okay. Gut. Blutsbande freigeschaltet, ne, runterladen. Blutsbande wurden freigeschaltet und können jetzt über das Hauptmenü geöffnet werden. Ich gehe mal davon aus, dass das ein DLC war, I guess. Können Sie weiter hinweisen auf verlorene Stadt? Okay. Gut. Nehmen wir sicherheitshalber gleich hier wieder alles an Holz mit und an Sachen, die man kriegen kann. Ich gehe mal davon aus, dass das definitiv nicht schaden kann. Kann ich denn... Wie kann ich denn runter einfach? Kann ich mich nicht irgendwo einfach runterhängen lassen? Ich muss immer springen. Das nervt mich. Das kann aber eine Tomb Raider 1 definitiv noch. Und jetzt? What about now? Oh. What do we have here? Kann ich darüber springen? Nein, okay. Gut. Aber dann möchte ich da tatsächlich... Kann ich hier wieder hoch? Ja, kann ich. Aber ich kann hier nicht rauf, oder? Das ist eine Levelbegrenzung. Okay, wie kommen wir da hoch? Das ist doch hundertprozentig nur... Kann ich da irgendwas abschießen? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Okay, oh. I think I hit you. And I got you.
hier nicht hoch? Irgendwo? Nicht mal da an der Kante? Nein? Nein? Ach, gut, dann nicht. Ha, aber wie? Gottchen, okay. Oh. Sorry. Da ist eine Karte oder sowas. Geh nur kurz das kleine Rickets. Ich weiß nicht. Nee, es war nur ein ausgewachsenes Reh. Okay, gut. Glück gehabt. Jetzt hätte ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, aber auch nur ein bisschen. Oh, hallo Höhle. Mist. Wait a second. Wo war jetzt nochmal der Typ mit dem... Da habe ich das Reh erschossen. Dann müsste der Typ hier irgendwo gelegen haben, ne? Da. Musst du irgendwas einrücken, der Rucksack. Karte aktualisiert. Ah, okay. Tatsächlich war das die... Okay. Was ist das? Höhle? Was ist das? Überlebensversteck? Nochmal ein Überlebensversteck. Da geht's dann weiter. Okay, dann gucken wir doch jetzt als erstes mal in die Höhle, wa? Ah, kommen wir bestimmt nicht, weil... Wir können das noch nicht drauf machen. Ich gehe mal davon aus, dass das dahinter ist. Jope. Was ist die Herausforderung hier, oder was ist das? Ach nee, hier kriegt man Federn. Ah, wahrscheinlich für die Herstellung von Pfeilen, gehe ich mal von aus. Ich bin mal ganz kurz auf K, so für ein paar Minütchen, ich bin gleich wieder da. Federn, Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Kann ich jetzt hier hoch? Oh, hier kann ich jetzt hoch, okay. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen, als Abgesandter des Trinity-Ordens. Mhm. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt... Heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde nehmen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Okay, So, wir haben das. Kann ich das... Warum geht das nicht durch Doppelklick? Das ist ein bisschen nervig. Okay, das ist da, das ist da. Hier ist der... Warum zum Draufspringen? Aber warum kann ich... Warte mal. Komm, hier aus komme ich da nicht hin, ne? Ärgerlich. Aber okay. Adieu. Oh no. Ach, dann nicht. Aber das gibt's. Kann man keine Pflanzen mehr sammeln? Okay. Wie viele Pfeile habe ich denn? Muss ich denn da oben? 3. Oh, okay. Was war das gerade? Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Oh. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte,
dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Okay. Entspannen Sie sich mal ein bisschen, bitte. Seien Sie mal bitte nicht so aggressiv, das ist nicht gut fürs Herz. Warum spiele ich nochmal League? Ach ja, wegen genau solches Blut. What are you? Was noch? Nest drauf. Das ist eigentlich auch schon wieder traurig, Lara, ne? Du musst ja einfach wieder alles abjagen und handeln und wegmachen und naja, egal. So, ich habe noch zwei Pfeile, ne? Ja, ich habe noch zwei Pfeile. Aber warte mal, ich kann ja theoretisch in der... Warte mal. In der Herstellung, im... Ist das sowas hier vorne? Ne. Gut. Jetzt wieder beim Lager, ne? Jawohl. Inventar. Muni. Pfeile. Oh, man macht gleich mehrere Pfeile. Hoppala. Na gut. Kann nicht schaden, ein paar mehr zu haben. Ausrüstung. Jägerköcher. Oh, okay. Hier kann ich die Munitionsgrößen erhöhen. Ah, okay. Holz, irgendwie geerbtes Leder oder sowas. Okay. Good to know. Und das ist Waffen und Schnellreise. Ja, okay. Schnellreise wird schwierig ohne Orte zum Schnellreisen. Ich will noch wissen, wie ich da oben hochkomme. Irgendwie muss ich da hochkommen. Ich will wissen, ob ich, was das da oben ist. Grrr. Es gibt keine Möglichkeit, da hochzukommen von hier aus, ne? Ich kann ja auch nicht wieder hochhüpfen. Na gut, okay. Muss jetzt erstmal daran gewöhnen, dass man mit Steuerung hier sprintet. Man hat auch unendlich Ausdauer, oder? So, ich wollte... Falsche Taste losgelassen. Hirschi, wo bist du? Da hinten hin? No. Okay, dann jetzt erstmal kurz zu hinten. Ich brauche erstmal kurz hier das Holz. Zack. Ah, okay. Auswahl an Ressourcen. Okay. Gott, Gott. Ach. Fuck. Okay. Da oben ist noch ein Überlebensversteck. Das würde ich gerne mal markieren. Ich habe auch noch nicht alle Sachen hier.
nicht hin. Mist. Kann ich auch noch hoch? Ah ja, mal gucken wir eine an. Und noch mal ein bisschen was zum Mongolisch lernen. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt. Aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Ja, ich glaube, das war damals ja schon eine relativ gängige Praxis, dass man einfach gesagt hat, ja, guck mal hier, ihr seid unsere Kriegsgefangenen, viel Spaß dabei, zack, stirb. Traurig, aber leider wahr. Oh, Mr. Hoppelhaus, es tut mir fast leid, ne? Ah, ich bin zu langsam. Das wiederum... nehme ich definitiv mit. Oh, was haben wir denn hier? Diese Ruinen hier. Mongolisch. Ja, genau. War das das? Ah, da oben ist noch was. Hiermit kann ich tatsächlich also nichts machen. Na gut, okay, dann ist das tatsächlich nur... dann ist das... Trinity... Sie sind hier. Nicht gut. Zentrale, hört ihr mich? Ach, Scheiße. Bären? Oh, Scheiße. Was war denn das? Ein Bär? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Bär. Eine Krone. Von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Stopp, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich bin. Ja, Höhleneingang ist okay. Wolfshöhle, Bärenhöhle. Gar nichts Höhle. Ich kann keine Waffe ausrüsten. Da kommt aber definitiv... oh Gott. Ich erinnere mich noch, dass aus solchen Büschen in dem letzten Teil immer irgendwelche Viecher rausgekommen sind. Mal gucken mal. Russisch. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Mhm. Okay. Erz? Magnesiterz, stellt ein Magnesit speziell. Ah, okay. Ist noch keine Schroti, aber ist okay. Ich bin schon erstmal ganz froh, dass ich gar keine Wölfe hatte bis jetzt. Ich hab's gesagt, ich weiß, es ist ein großer Fehler, aber ich hab, keine Ahnung, kurz nicht nachgedacht. Oh, wow. Kann man den... ach, egal. Eigentlich nicht da ganz runterfallen. Ach, komm an.
Ah ja, guck mal, da in der Mitte ist da auch noch was. Wie komme ich jetzt runter? Nee, das ist runterrutschen, das will ich nicht. Steuerung ist es hier nicht. Stopp, stopp, stopp. Nein, 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 Lara. Wir kriegen jetzt erstmal noch raus, wie... Was auch noch ist. Wie wir hier runterkommen. Okay, dafür gehen wir einfach mal in die Option. Gucken mal in Tastatur und Maus. Tastenbelegung. Fallen lassen, ausweichen. C. Okay. Warum nicht? Okay. Wäre jetzt nicht so meine Wahltaste dafür, aber... Na gut, das ist halt eine dicht an der Leertaste, ne? Das ist halt ganz gut. Ah, die Karte. Na, let's go. Dann können wir jetzt hier alles suchen. Was? Lass mich die Feder nehmen. So, was haben wir denn hier noch? Dokumente da. Da unten kommen wir, wie gesagt, leider noch nicht rein. Aber wir können die Dokumente von hier schon mal mitnehmen. Da und da müssen wir hin. Das heißt, ich könnte gucken, dass ich vielleicht erstmal da unten reinkomme bei dem anderen Grab. Oh, ich habe mir das nicht markiert, ich Idiot, wa? Das ist ja auch wieder schlau. So, Wegweiser. Ach, hier direkt unter mir. Pff, ist mir schon auf die Kante gefallen. Bäume klettern, Kletterpappstämme und Linie. Okay. Aber hier sollte doch eigentlich was liegen, oder nicht? Das ist von irgendwo runterholen? Laut Marker sollte das doch genau hier sein, oder nicht? Aber hier ist nix. Ist hier eventuell noch nichts? Ist das wieder so ein Müll? Weil offiziell soll es ja da sein. Ne? Also laut Karte soll es ja genau da sein. Genau da drauf liegen, aber da liegt nichts drauf. Na gut. Räder oben tot, oder? Ja, das Räder oben ist tot. Was ist das denn? Achso, das ist so ein... Okay. Gut, dann haben wir hier noch das Ding da. Den Wegmarker hätte ich gerne noch. Schön im Lauf getroffen. Na komm. Los. Lara. Ja, mal gucken, wo das hier hingelaufen ist. So weit kann es doch nicht gekommen sein. Hä, wait a second, das Vieh ist hier rumgelaufen. Ist es rausgelaufen? Kann das sein? Ah ne, da ist es. Oh, come on. Oh, hier ist ein Monolith. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf, aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Aha. Die Karte wurde aktualisiert. Ach du Heiliger, okay. Gut, dann gehen wir jetzt erst nach da, dann holen wir uns da die Münze, das Münzversteck und dann
Was ich jetzt gerade? Das ist... Wait a second. Hier ist ja auch noch ein Höhleneingang. Scheiß auf den Hirsch. Okay. Hier brauche ich... benutzen Sie Waffen oder Sprengladungen? Oh, nee, ja, alles klar. Da brauche ich erst was Explosives für. Die haben sich jetzt diesmal gedacht, wir müssen dafür sorgen, dass der Spieler wieder zurück will. Weil bei dem letzten Mal war es ja so... Ja, du kannst zurückgehen, du musst aber nicht und... Und das ist jetzt halt nichts Überlebenswichtiges, ne? Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, aber... Hey, das Spiel, warum sind wir denn gerade so unendlich wenig? Da ist der Hirsch. Geht doch. Ach, scheiße. Wir haben sogar zwei. Sehr schön. So, wo ist mein Marker? Da ist mein Marker. Machen wir jetzt hier mal noch kurz alles leer und dann machen wir einen Cut für heute, glaube ich. Zack. Wieso ist die Musik hier so unendlich bedrohlich? Das gefällt mir nicht. Wir haben dann hinten beim... Ja, natürlich beim Camp, war ja klar. Aber gut, da wäre ich ja eh dann nochmal am Ende hin. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal kurz noch dahin, holen das Münzversteck. Naja, man muss da hoch, um da hochzukommen, das ist okay. Zack, zack. Nochmal 7 Münzen. Aber ich verstehe nicht, warum das hier nicht liegt. Da bin ich jetzt ein bisschen ehrlich. Also, da habe ich keine Ahnung. An sich müsste das hier direkt liegen. Anzeigefehler vielleicht. Aber da oben kann es ja auch nicht sein. Da war ich ja. Oder? Na, da oben bin ich ja von dahin hingegangen. Na, egal. Haben wir jetzt noch am Start noch kurz das Ding. Genau, das Münzversteck noch mitnehmen. Dann gehen wir kurz nochmal speichern und dann soll es das gewesen sein für heute. Jage das Kaninchen. So. Natürlich ist das direkt hier unten. Das kann man vorher nicht finden. Ach, ärgerlich. Ja, gut. So, wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Sehr cool. Allein durchs Farm jetzt hier. Was ist denn sinnvoll? Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Brandbomben. Leichtfußlange. Eifriger Lerner. Okay. Jetzt sind gleich der Herausforderungsobjekte. Okay. Schnellere Herstellung von Objekten im Lauf. Besserer Loot aus Tieren ist hier tatsächlich denn ja sogar mal sinnvoll. Ausweichkonto. Ich glaube, ich würde sicherheitshalber erstmal ein bisschen Hartnäckigkeit mitnehmen. Just in case.
Höhe den Bogen. Was brauchen wir denn hier? Da brauchen wir irgendwas anderes für Paper oder sowas. Da brauchen wir auch irgendwas anderes für. Okay. Okay, also können wir hier noch nichts machen. Wir können maximal noch gucken, ob man im Inventar schon mal noch einen größeren Köcher oder sowas hat. Nee, nicht Munition. Nein. Oh, ist das so. Ja, okay, man braucht auch dafür für alles diesen Stoff. Schade. Dabei haben wir eigentlich schon sogar das Zeug dafür. Jägerköcher. Na gut, okay, gut. Aber dann machen wir hier an der Stelle erstmal einen Cut und sehen uns für YouTube morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.